TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute eine Tortilla-Hackfleisch-Torte und für dieses leckere Grillgericht brauche ich die folgenden Zutaten. Es geht los mit einem Kilogramm Hackfleisch halb und halb. Weiter vorbereitet habe ich hier eine kleine Dose Mais und 4 Knoblauchzehen. Weiter geht's mit einer Zwiebel, frischen Tomaten, Paprikaschoten und Kartoffeln. Dann seht ihr hier noch Tomatenmark und jede Menge Käse. Weiter geht es mit diesen fertig gekauften Tortilla Wraps und dann noch Gewürze, nämlich etwas Chiliflocken, Pfeffer, Kumin, Oregano, Salz und etwas Paprikapulver. Gut. Ich möchte euch ein neues Messer vorstellen von der Firma Gießer, zur Verfügung gestellt aus der Premium Cut Serie. Das Wedgie, ein Allzweckmesser, das ich heute auf Herz und Nieren prüfen möchte, denn mit dem Messer geht es besser. Mit dem Messer, Messer, Messer geht es besser, besser, besser. Mit dem Messer, Messer, Messer geht es gut. Messer, Messer, Messer geht's besser, besser, besser. Mit dem Messer, Messer, Messer ist er gut. With a knife, you will survive. 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 Mit dem Messer, Messer, Messer geht's besser, besser, besser. Mit dem Messer, Messer, Messer spritzt das Blut. Mit dem Messer, Messer, Messer geht's besser, besser, besser. Mit dem Messer, 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 ich hab den Blut. With a knife, you will survive. 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 Mit dem Messer, Messer, Messer geht es besser, besser, besser. Mit dem Messer, Messer, Messer geht es gut. Messer, Messer, Messer geht es besser, besser, besser. Mit dem Messer, Messer, Messer absolut. With a knife, you will survive. 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 So, jetzt bin ich mit der Schnibbelei durch. Das Wedgie aus der Premium Cut Serie von der Firma Gießer hat gute Arbeit geleistet. Wenn ihr auf dieses Messer Bock habt, findet ihr den Link zum Gießer Shop unten in der Videobeschreibung. Ich entzünde in der Zwischenzeit die Kohle in meinem Monolith Icon. Die darf jetzt in aller Ruhe durchglühen. Und dann wird es dann gleich Zeit für die Gusspfanne und die weitere Zubereitung unserer Tortilla-Hackfleisch-Torte. So, ein bisschen darf der Grill noch aufheizen und jetzt kommt die Pfanne ins Spiel und der Löffel ohne Herz. Was ist denn da los? Ich möchte doch mit dem Löffel mit Herz kochen, also bitteschön, da ist er. Das Original dieses Löffels findet ihr übrigens bei den Jungs von Kohle und Stahl. Den Kanal verlinke ich euch gerne rechts oben mal. Gut, jetzt geht's los mit dem Hackfleisch. Das wird jetzt hier leicht angebraten. Mir kommt es jetzt gar nicht so sehr auf die Röststoffe an, sondern ich möchte das schön krümelig braten. Das bedeutet, ich möchte die ganze Flüssigkeit aus diesem Hackfleisch rausbraten, weil sonst wird unsere Torte nachher zu suppig und das wäre nicht schön. Gut, also bei relativ heftiger Hitze von unten und ständigem Rühren wird das Fleisch schön krümelig. Und ihr merkt, wenn ihr am Ziel seid, wenn also auf dem Pfannenboden keine Flüssigkeit mehr zu sehen ist. So, ich gucke jetzt hier nochmal nach und jetzt sieht es gut aus. Das Fleisch ist schön krümelig geworden. Auf dem Pfannenboden ist keine Flüssigkeit mehr zu sehen und jetzt kann es also raus aus der Pfanne. Die Pfanne benutze ich gleich weiter, fülle nochmal etwas Öl nach und
brate jetzt das Gemüse an, was wir vorhin so fein säuberlich geschnippelt haben. Los geht's mit den Zwiebeln und dem Knoblauch. Und jetzt hat die Pfanne auch schönen Dampf, sodass ich mich ein bisschen sputen muss, damit das Ganze nicht zu dunkel wird. Auch beim Gemüse, hier kommen jetzt die Paprika ins Spiel, ist das Ziel wieder, die ganze Flüssigkeit rauszubraten. Keine Röstaromen unbedingt dran zu bringen, sondern vor allem die Flüssigkeit rausbraten. So, Paprika ist drin. Jetzt kann es gleich weitergehen mit den Tomaten. Die bringen jetzt natürlich nochmal Flüssigkeit, aber auch die wird rausgebraten, beziehungsweise die brauchen wir kurzzeitig, um hier die Kartoffeln so ein bisschen anzugaren. Die sind nämlich noch roh. Und die brauchen jetzt erst noch mal ein bisschen Hitze und Flüssigkeit, um zu garen. Ihr seht das dann aber gleich in der nächsten Einstellung, was hier tatsächlich noch für Flüssigkeit rauskommt. Gut, ich rühre mir hier noch einen Wolf und dann kommt als nächstes der Mais ins Spiel. Der ist ja im Prinzip schon fertig gegart und muss jetzt hier nur noch warm werden. So. Und dann köchelt das Ganze erstmal vor sich hin und die Flüssigkeit verdampft. Hier seht ihr es. Ich habe nicht zu viel versprochen, glaube ich. Wenn das eine Weile brät, verliert das Gemüse seine Flüssigkeit. Und jetzt können wir schon mal die ganzen Gewürze dazu tun. Ihr könntet sie auch beim Fleisch schon mit dazu tun. Ich habe mich entschieden, das Ganze jetzt hier ins Gemüse zu geben. Und auch das Tomatenmark kommt jetzt hinzu. Das bindet natürlich jetzt auch nochmal etwas Flüssigkeit und färbt das Ganze noch weiter rot, wie wir das nachher haben wollen. So, so langsam ist die Flüssigkeit tatsächlich verschwunden. Das heißt, das Gemüse kann mit zum Fleisch. Den Grill baue ich mir schon mal um. Also Deflektorstein rein, indirekte Hitze brauchen wir für den nächsten Schritt. Und der Grill kann aufheizen auf eine Temperatur ungefähr von 180 Grad. So, ihr seht, das Fleisch hatte ich in so eine Edelstahlschüssel geschüttet. Und dazu kommt jetzt das Gemüse. Mengenverhältnis ungefähr 1:1. Die genauen Mengenangaben und das Rezept findet ihr aber auch unten in der Videobeschreibung. Gut. Jetzt wird das Ganze ordentlich durchgerührt und auch nochmal abgeschmeckt. Schaut, ob das mit dem Salz so für euch passt oder gebt jetzt noch etwas mit hinzu. Und wenn das Ganze dann gut durchgerührt ist, können wir unsere Tortilla-Hackfleischtorte tatsächlich zusammenbauen. So, für den Zusammenbau braucht ihr so eine handelsübliche Springform für Kuchen. Da gebe ich jetzt erstmal einen Wrap rein und auf den Tortilla-Wrap folgt dann eine erste Ladung von unserer Füllung. Ich benutze jetzt hier zum Einfüllen und auch zum Verteilen so eine Suppenkelle. Die hat den Vorteil, dass sie eben auch rund ist und ich komme damit jetzt eben schön bis an den Rand von unserer Form. Weil du musst jetzt hier natürlich schon sorgfältig arbeiten, das Ganze schön verdichten, dass hier keine Lücken bzw. Löcher sind und auch das Ganze sollte gleichmäßig dick verteilt werden. Dann folgt auf das Hackfleischgemüse eine ordentliche Portion Käse, dann wieder so ein Tortilla-Wrap und auf den Wrap dann wieder unsere Füllung. Ich habe jetzt die Bilder hier so ein bisschen beschleunigt. Das Prinzip dürfte klar sein, auf die Füllung folgt dann wieder Käse und da wirklich nicht sparsam sein, weil das bringt Geschmack und auch ein bisschen Halt in die ganze Torte. So, und dann obendrauf noch einmal ein Tortilla-Wrap und ein letztes Mal unsere Füllung. Das Ganze jetzt ordentlich andrücken, dass wir noch so ein bisschen Rand übrig haben für die letzte Portion Käse. So, den dann schön verteilen. Und auf den vorgeheizten Grill stellen, wie gesagt 180 Grad. Und jetzt sollte das Ganze ungefähr so eine halbe Stunde bis 40 Minuten überbacken. Also Deckel zu und 30 Minuten später sieht unsere Tortilla-Hackfleischtorte folgendermaßen aus. Ich würde sagen, sie ist fertig. Schauen wir sie uns mal an. Lösen wir mal
den Ring vorsichtig von der Springform. Und jawohl, das Ding steht wie eine Eins. Da läuft nichts mehr auseinander und auch keine Flüssigkeit raus. Und jetzt möchte ich Käsefäden sehen, dann bin ich glücklich. Tja, das war mein Video zur Tortilla-Hackfleisch-Torte. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne einen wohlwollenden Kommentar. Gebt mir einen Daumen nach oben und solltet ihr meinen Kanal noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.